Ich befinde mich im Departement Drôme, nach dem gleichnamigen Zufluss der Rhone benannt. Dieses wunderschöne Departement liegt etwas südlich der Stadt Lyon, zwischen den Alpen und der Provence. Topografisch liegt die Drôme häufig zwischen 500 und knapp 2000 Höhenmeter. Die zahlreichen Passstraßen, Col genannt, gehen bis auf knapp 1500 Meter. Das Wetter ist mediterran geprägt, sodass die Motorradsaison grob von März bis Oktober reicht. Im Winter sind die Col teilweise auch der Schneelage entsprechend gesperrt. Die Region Drôme ist ausgesprochen dünn besiedelt. Dies ist aufgrund der Verkehrsdichte für eine Motorradtour äußerst angenehm. Im Gegensatz zu den alpenländischen Motorradregionen ist dieses Departement alles andere als überfüllt. Die zahlreichen Passstraßen werden bestenfalls mit frisch rasierten Männerbeinen in Form von Radfahrern geteilt. Zahlreiche Passstraßen sind in mühevoller Arbeit dem Fels abgerungen. Wohnmobile oder erst recht Busse haben zur Passage keine Chance, was den Bikerfreuden keinen Abbruch tut. Ich bin hier stundenlang gefahren, ohne auch nur eine Ampel gesehen zu haben. Rustikale kleine Dörfer bieten immer wieder auch die Möglichkeit einer Erfrischung. Die erste meiner Etappen führte von Miremont über den Col de Bataille, den Col de la Chaux sowie den Col de Roussette nach Die. Ich bin hier mit meiner privaten GS1200 und werde von Jochen Ehlers, Endurofan Tours, auf seiner kleinen Ninja von Kawasaki gescoutet. Die Ortskenntnis von Jochen wird mich über die folgenden Etappen zu den schönsten Fotomotiven geleiten.